Ihr seid heute an der Veranstaltung von der Cash-Bier-Kür. Was bringt euch hier an? Eben der Missstand von der Kesp, es ist enorm, was hier falsch läuft. Und es bringt mich hier an, dass man muss kämpfen gegen das, dass man muss etwas bewirken, dass man muss Gesetz ändern. Inwiefern das Gesetz ändern? Viele haben ich gehört, wollen die Kesp abschaffen. Findet ihr persönlich das eine gute Idee? Also die Kesp muss man sicher abschaffen. Das kann nachher anders heissen, aber vor allem müssen die Gemeinden wieder mehr Mitspracherecht haben. Am besten wäre es so, wenn man es regeln könnte, wie es vorher war, dass zuerst die Gemeinden schauen, ob sie die Sachen lösen können. Und wenn sie es nicht lösen können, wenn sie Hilfe brauchen, dass sie wie früher Hilfe von extern beantragen können. Und wer schützt denn unsere Kinder, wenn es Cash nicht mehr gibt? Das hat vorher die Kinder auch geschützt worden, indem eben die Entscheidungsgewalt ist in erster Linie bei den Gemeinden war. Die Gemeinden haben gute Lösungen gesucht und gefunden. Und wenn man Hilfe gebraucht hat, wenn man jemand ist vielleicht befangen war von den Behörden oder wenn man am Anschlag war mit dem Wissen, hat man von extern können Hilfe holen. Jetzt ist die Kesp dort mal ziemlich mit hoher Mehrheit angenommen worden, wo die frisch gegründet worden ist. Mit Begründung natürlich, dass es Mangel gibt an Kindschutz. Aus irgendeinem Grund ist das ja bestehend. Also warum sollte man das jetzt komplett abschaffen? Wäre es nicht sinnvoller, wenn man einen Zwischenweg findet, dass man sagt, man würde es ein bisschen mehr einschränken? Für das braucht es Gesetzesänderungen. Und ob denn die Behörde später Kesp heisst, sei dahingestellt. Aber das braucht so tiefgründige Gesetzesänderungen, dass da etwas bewirkt werden kann. Da kann man nicht einfach sagen, jetzt tun wir hier ein bisschen mehr Macht geben und dort ein bisschen abbauen. Wie habt ihr persönlich vor, euch einzusetzen für das in Zukunft? Also ich tue ganz sicher helfen, die Unterschriften sammeln. Ich werde bereit sein, zu einem öffentlichen Podium teilzunehmen, Informationsanlässe. Ich werde mich dort zur Verfügung stellen. Und das ist mitunter auch ein Grund, dass ich mich zur Verfügung gestellt habe, als Nationalrätin zu kandidieren im Kanton Zürich.